Hallo, willkommen zur zweiten Runde, denn wir haben hier nochmal am Stück aufgenommen. Jetzt kommt Türchen Nummer 8. Genau, ich musste gerade überlegen, wo wir sind. Okay, ich wollte gerade die Augen zumachen zum Schnick, Schnack, Schnucken. Ich finde, jetzt muss Fabi nochmal was essen. Nein. Ah. Doch. Verdammt, das war psychologische Kriegsführung, das mich abgelenkt, damit ich dann... Achso, ich darf nicht hingucken. Ich bin so gewohnt, da hinzugucken und das rauszunehmen. Türchen Nummer 8, das ist eine runde Zahl, damit dürfte es ein rötliches Gewürz werden und wahrscheinlich so süßliche Paprika mit einer Note Zimt. Ist so? Moment, ich muss erst mal die Kamera halten. Das sieht lecker aus. Die Leute haben schon geschrieben, dass du dich jetzt nur noch von Gewürzen ernährst, war es, glaube ich, habe ich gelesen. Bin ich... Oh ja. Oh, jetzt sind auf jeden Fall Körnchen. Das heißt, ich muss ein bisschen so reingehen. Das heißt, es wird eine Art Salz sein. Ah, es riecht voll geil. Ich brauche mehr Knoblauch. Es riecht nach Paprika. Ja, es ist Knoblauch dabei. Das ist nicht das Hauptbestandteil. Oh, der Geschmack kommt mir bekannt vor. Aber Knoblauch schmeckt man raus? Der Name. Der Name der Gewürzmischung ist super. Paprika, Knoblauch und Senf? Und auch gerade, man muss so gut mit Gewürzen auskennen. Nee, aber es ist okay. Willst du noch was? Ich versuche es rauszufinden. Ich hätte Punkte machen müssen. Und wenn man rauskommt, kriegt man noch so ein paar... Was ist diese süßliche Note da drin? Jetzt ist es ein bisschen schärfer. Die Weihnachtsmütze beißt dich mit meinem Oberteil. ist noch ein bisschen Chili drin. Paprika, Chili, Senf. Knoblauch. Ich glaube, das kann man... Zeig mal. Es ist für Tomaten Bulgursalat. Es ist die Zumba-Gewürzmischung. War noch Tomaten drin, oder? Das war das Süßliche. Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, Jalapeno, Zitronenschalen, Koriander, Salz, Zucker, Paprika und Rauchsalz. Koriander ist das, was das wie... Rauchige, wie ja. Koriander ist das, was wie Seife schmeckt, oder? Das Nein, das war Ingwer. Nein. Aber ich muss sagen, das Tomatige, jetzt wo du es sagst, das war das Ganze, was ich die ganze Zeit überlegt habe. Das war das, was ich für Senf gehalten habe. Das muss ich sagen... Fabi hält Tomaten für Senf. Das muss ich sagen, ist echt gut. Also das ist bisher, es ist scharf, aber das mache ich bestimmt mal gerne an Essen dran. Also das ist nicht... Wird für Tomaten Bulgursalat empfohlen. Was ist ein Bulgur? Ich glaube, das ist irgendwas Reisähnliches, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Okay. Es ist auf jeden Fall echt gut gewesen, muss ich sagen. Wir haben da jetzt jede Menge Gewürze auf jeden Fall nach diesem ganzen Nachmittag. Wir müssen mal gucken, für das nächste Mal werden wir uns auf jeden Fall, für nächstes Jahr, werden wir uns dann irgendwas anderes überlegen. Abartige Süßigkeiten. Ich hätte mir gewünscht, also für die Challenge wäre es besser gewesen, wenn wir einfachere Gewürze hätten und vor allem nicht welche, die auf deliziösen Geschmack ausgelegt sind. Aber man weiß es nicht vorher, weil ich hatte auch mal gelesen, dass manche gesagt haben, letztes Jahr war es besser, aber wir fanden das Müsli auch ekliger als die Gewürze, was ich echt nicht vermutet hätte. Weil Obst in Milch immer eklig schmeckt. Der nächste Mal Obst in Milchkalender. Das ist einfach so Milch drin in Englisch. Da klinke ich mich aus. Tschüss.